Auch wenn ich wüsste, dass morgen die Welt untergeht, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Martin Luther. Ob dieser Satz tatsächlich aus Luthers Feder stammt, lässt sich nicht belegen. In jedem Fall ist auch im Jahr 2020 die Pflanzung eines Baumes immer noch eine lebensfrohe und hoffnungsvolle Aktion. Die Vorstellung, Lebensfreude innerhalb der Gemeinschaft zu finden und zu teilen, hat uns, die Mitglieder des Wind e.V., nach Preros in Brandenburg geführt. Wir wollen unseren Projektort, das Waldhaus Fuchsbau, durch einen vielseitigen ökologischen Obst- und Gemüsegarten bereichern. Im letzten Jahr haben wir begonnen, den ca. 100 Quadratmeter großen Gemüsegarten aufzubauen. Dabei konnten wir mit unseren fleißigen Händen und einem Einsatz von 600 Euro schon eine Menge erreichen. Über den Sommer haben wir über 40 verschiedene Gemüse-, Blumen- und Kräuterarten angebaut und geerntet. Dieser Garten ist für mich wirklich dieses lebendige Zentrum von dem Grundstück. Man hört richtig im Sommer, surrt der ganze Garten. So, da war vorher nichts, weil der Boden einfach nicht gut ist. Und durch diese Renaturierung ist es einfach ein geiler grüner Spot. Es macht was her und man spürt richtig, wie es den ganzen Ort belebt. Es geht um so eine Art Verschmelzung von Mensch und der Natur als unserer Umgebung. Und dafür ist eben dieses Crowdfunding, dieser Garten, so der erste kleine Schritt, den wir machen, um zu sagen, wir wollen dieses Gelände neu renaturieren, neu beleben, den Boden aufwerten und den Garten weiter aufbauen. Wir brauchen jetzt eure Unterstützung für die Finanzierung von 60 Bärensträuchern, 40 Obstbäumen und dem Material zur Unterbringung von 3 Bienenvölkern. Werde Teil unseres Projekts. Anders leben, anders arbeiten, anders schaffen, anders sein. Jede Kleinigkeit, jeder Stein, den man hier von A nach B setzt, jedes kleine Beet, was man anpflanzt, hat einen total nachhaltigen, guten Effekt. Und das ist von den Sachen, die man so im Leben machen kann, eine der erfüllendsten, würde ich behaupten.